zum nächsten Block. Ich bin dieses Wochenende mal ein Versprechen einlösen gegangen. Ich bin jetzt hier bei André. Ja, wir haben jetzt wie lange geschrieben und gemacht und probiert? Ja, angefangen hat es vor 2 Jahren, ne? 2 Jahre lang, ne? Ja. Ja, André hatte so ein kleines Problemchen an seinem See und kam nicht so richtig klar. Die Bisse kamen nicht so rein, die Fische waren nicht so wirklich groß und irgendwo dran musste es ja liegen, weil das Gewässer ist eigentlich ziemlich geil, wo er gefischt hat. Ja, und dann haben wir losgelegt. Gewässerkarten gucken, Google Earth, Plätze ausgetestet und im Grunde genommen lag es eigentlich nur an einer bestimmten Sache und das war die Montage. Ne? Ja. Welche hast du jetzt genommen? Ja, am Anfang habe ich mit Fletcherboom angefangen, im Sommer auch. Und dann hast du mich halt auf die U-Pose gebracht. Und dann fing es halt gut an. Mhm. Und das fing richtig gut an. Das fing jetzt sowas von gut an, dass, glaube ich, der erste gleich ein 1,20er war, ne? Der erste war, das war ein kleinerer, ein 6,70er und dann der nächste war dann schon der 1,24. 1,24 und dann ging das weiter. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, wenn ihr die bestimmte Marke Knacks war, eigentlich 1,20, dann komme ich mal rum, weil so weit ist er von mir nicht weg. Und dann machen wir mal was ganz Verrücktes, suchen uns einfach einen See von der Landkarte und da fahren wir dann hin, wo du noch nicht gewesen bist und wo ich noch nicht gewesen bin. Und das haben wir jetzt gemacht. Ja, ersten Tag 0, zweiten Morgen habe ich einen Biss vernagelt, der kam mir entgegengeschwommen und ja, der Tag war wieder 0. Dann habe ich so eine schöne Landzunge unter Wasser gefunden und ein paar Barschberge und habe dann gesagt, komm, einpacken, anderen Platz, wir fischen die Landzunge ab. Haben wir gemacht. Wie lange hat es gedauert? 2 Stunden. Ja. 2 Stunden, da lief die erste Route, haben wir nicht gekriegt. Und dann glaube ich nochmal 2 Stunden, ja. Da lief die nächste Route. Ja, und das ist einfach das Geile, was ich so liebe. Meine Spezialität sind Baggerseen. Und da kann man so viel ausprobieren. Und wenn man da richtig Zeit reinsteckt, dann findet man die Fische auch. Das ist wirklich einfach nur montagenabhängig. Und abhängig davon, wie viel Zeit man in so einen Baggersee investiert. Das machen die meisten nämlich nicht. Und da muss man hier vor André auch einen Hut ziehen, weil André nimmt das echt in Kauf, auch mal 12 bis 14, 15 Nächte hier zu sitzen, ohne einen Biss. Und das Besondere an Baggerseen, wie ich das auch schon immer so oft sage, ist, dass die meistens, wenn es Vereinsgewässer sind, stark frequentiert sind und auch mit Kunstködern zugeballert werden bis zum geht nicht mehr und dann beißen die Fische vornehmlich im Dunkeln, das heißt kurz 1-2 Stunden nach der Dämmerung oder mitten in der Nacht, weil die das einfach gecheckt haben und das blenden ganz viele Angler aus und deswegen fangen die auch so gut wie nix. Ja, weil dann mal ganz ehrlich, wer geht denn an ein fremdes Gewässer und setzt sich da 12, 14 Nächte hin oder ne, mit angehangenen Tag auch noch, ohne einen einzigen Zupfer zu kriegen. Da hören die meisten schon wieder auf und fahren wieder woanders hin, wo sie mehr fangen. So, steckt man aber richtig Zeit rein, dann sahnt man so ab wie André letzte Woche mit 1,33 Meter. Ja, zweimal 1,24 hast du, glaube ich, gehabt, 1,18 Meter. Also dann kommen dann schon die richtigen Hausnummern raus. So, und wir zeigen euch jetzt noch eben, was wir heute Nacht gefangen haben. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Block, welche Montage wir dazu benutzt haben. Da kommen mir nicht auch immer so viele Fragen rein, die ich dann immer alle 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal beantworten muss. Und wir zeigen euch das Ding gleich einfach, weil wo geht's besser als hier? Ja, André, da ist er. Schönes Tierchen. Geiler Fisch. Hart erkämpft. Super schöne Winterzeichnung.
Affengeil, würde ich sagen, ne?